Fußballturnier oder Familienausflug? V-Klasse? Vito? Sprinter als Mehrsitzer? Egal, was du vorhast, bei uns passen sie alle rein. Dein Mietwagen zum Discounterpreis. Der TSV Steinbach-Haiger braucht seinen Sieg, um zurückzukehren an die Tabellenspitze der Regionalliga Südwest. Im ersten Heimspiel in An- und Abführung des Jahres trifft man auf den Tabellen-8. FC 08 Homburg. Warum in An- und Abführung? Weil in Herborn gespielt wurde, rund 13 Kilometer entfernt vom nicht bespielbaren Stadion. Die Gastgeber in den roten Trikots von rechts nach links starteten so. 9. Spielminute und Sascha Marquet rührt den Rhein zur 1:0 Führung für die Gastgeber. Es ist Saisontreffer Nummer 11 für Marquet, der hier David Saalfeld mit diesem Rechtsschuss überwindet. Die Gastgeber nach der 1:2 Niederlage in Kassel gut aufgelegt, richtig gut aufgelegt, die zweite Chance des Spiels und wieder ist es Sascha Marquet 2:0. Wir befinden uns hier allerdings schon in der 28. Spielminute. Chancen waren Mangelware, aber wenn was vors Tor fiel, dann konnte Sascha Marquet es ausnutzen. Saisontreffer Nummer 12 bedeutet, er ist wieder geteilter Top-Torschütze der Liga. Nach der ergebnistechnisch eher ausbaufähigen anfangshalben Stunde meldeten sich dann die Gäste das erste Mal zu Wort. Das ist Jonas Scholz, der geht aber mehr als nur eine Etage über das Tor und auch kurz vor der Pause hat Martin Ristel diese Möglichkeit. Auch der fliegt deutlich über den Kasten. Pausenstand war somit 2:0 für die Gastgeber. Rein in den zweiten Durchgang. Die Sonne kam und es kamen alles in allem auch mehr gute Gelegenheiten als im ersten Durchgang. Hier entschärft Torwart Saalfeld noch klasse. Dann haben die Gäste noch ein wenig Alu-Glück. Anschließend kamen die Homburger aber, die die letzten drei Spiele ungeschlagen waren, zu guten Gelegenheiten. Wie hier in dieser Situation durch Damian Marceta. Rafael Kotschor war zur Stelle und auch in der Folge waren die Gäste kurz davor, den Anschlusstreffer zu erzielen, aber es fehlte immer wieder an Glück und Effizienz. Und somit erarbeiteten sich die Gäste Minute für Minute ein zartes Chancenplus. Das ist der eingewechselte Patrick Dolek. Auch er verfehlt um Zentimeter. Rein in die Schlussphase und es wurde hektisch. Schiedsrichterin Sonja Resler zeigte in der 83. Minute auf den Punktgrund dieser Zweikampf. Es ist wohl auch anhand der Bilder nicht eindeutig aufzulösen. Es übernahm der Kapitän und es verwandelte der Kapitän Daniel Di Gregorio. Und somit lebte die Hoffnung bei einsetzendem Regen für noch 7 Minuten plus Nachspielzeit für die Homburger. Und eben jene Hoffnung mündete dann nochmal in diesen Eckball. Der Torhüter war mit vorn, dann wollen die Homburger noch ein Handspiel gesehen haben. Und aus der zweiten Reihe kommt dann nochmal Dulek, aber auch der fliegt über den Kasten. Die Chancen waren da, hier mehr mitzunehmen, hier überhaupt etwas mitzunehmen, aber am Ende hat es nicht gereicht. Erleichterung pur auf Seiten der Steinbacher. Willkommen zurück an der Tabellenspitze. 2:1 der Sieg und wir hören rein in die Stimme zum Spiel. Es ist eine extrem enge Partie gewesen. Es sind wahnsinnig viele Körner liegen gelassen worden, weil du einfach alles raushauen musstest. War taktisch eine richtig gute Leistung von uns. Ich glaube, aufgrund der Vielzahl der Chancen dann auch hinten raus verdient gewonnen. Aber es wurde natürlich auch extrem spannend, gerade nochmal nach dem 1:2 Anschlusstreffer. Und ja, wir freuen uns heute natürlich extrem. Der TSV führt damit die Tabelle wieder an mit 39 Zählern, punktgleich aber mit der besseren Tordifferenz vor dem ärgsten Konkurrenten vom FSV Frankfurt. Reicht dir ein City-Transporter? Oder brauchst du den großen 7,5-Tonner? Ab in die Zukunft zum Discounterpreis.